Ey ho! Ich habe aus der Gefriere noch das letzte Stück von unserem Dry-Aged Ribeye herausgeholt und das werden wir heute zubereiten. Soweit vorgaren bis auf 52 Grad, ja so 2 Stunden oder 2,5 Stunden und danach auf dem EcoZoom-Chat da hinten, den ich ja von www.sicherstadt zur Verfügung gestellt bekommen hatte, ja, werden wir da noch Röstaromen dann drauf zaubern. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Sous-Vide-Becken. So Freunde, mein Sous-Vide-Becken kennt ihr ja. Das Ganze mit dem Caso Sous-Vide-Stick. Da hat es ja diese Problematik gegeben, wo sie auch beim Stiftung Warentest bemängelt haben, dass hier der Sous-Vide-Stick rausfallen könnte. Naja, für mich der totale Hohn. Da haben sie natürlich wieder ein bisschen übertrieben, weil ja der Stick nirgends hin kann, das habe ich ja im anderen Video gezeigt, aber da hat Caso Abhilfe geschaffen. Ich habe Caso auf Facebook angeschrieben und schwuppdiwupp haben sie mir die neue Version der Halterung zugeschickt, wo komplett geschlossen ist. Also dürfen wir von daher ja keine Probleme mehr haben und brauchen absolut keine Angst haben, so wie die anderen, dass es irgendwie ins Wasser fallen könnte. Ich hinterlege hier wieder mein Holz. Die Schraube hätten es meines Erachtens nach ein klein bisschen länger machen können. Aber ich wollte das Ding eher mal noch festschrauben, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ja, und dann kann man hier den Sous-Vide-Stick reinstecken und der ist fest. Gut Leute, ich werde jetzt das Becken mit warmem Wasser vorfüllen. Mein Gott. Ja, und dann sehen wir uns auch schon wieder. So Freunde, dann schauen wir mal, dass wir das Ding hier einstellen. Nachdem ich ja die Folie endlich entfernt hatte hier oben drauf, geht es sehr einfach. Reagiert auf die geringste Berührung. Was haben wir gesagt? 52 Grad. Und ich stelle es jetzt ganz einfach mal auf 2,5 Stunden ein. Starten das Ganze. Das Wasser kam schon mit 51,2 Grad aus der Steckdose, aus dem Wasserhahn raus. Warum so heiß? Ja, der Wasserhahn ist 1,5 Meter vom Boiler weg. Gut, hammerhart, Leute, hammerhart. Vorheizzeit haben wir quasi keine. Dann können wir unser Ribeye, da ist noch der Originalaufkleber, unser Dry-Aged Ribeye, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wo wir das damals gekauft hatten. Schatz, könnte man das eventuell auch von der Metro gehabt haben? Das war das große Ribeye-Stück damals. Du weißt es auch nicht mehr. Naja, ist ja egal, unsere 52 Grad haben wir erreicht. Rest an Temperatur wird es dann auf dem EcoZoom-Chat bekommen. Ja, und so lassen wir es jetzt ganz einfach drinnen. Knapp 2 Stunden ist es jetzt drin und so wie es aussieht, ja, lassen wir das auf alle Fälle noch die halbe Stunde auch noch drin, dass wir es 2,5 Stunden drin gehabt haben. In der Zwischenzeit werde ich dann so langsam mal den EcoZoom-Chat anheizen. Beziehungsweise, das reicht ja 10 Minuten vorher. Der ist ja ruckzuck durchgeheizt. Innen drin wieder schön mit Kohlen aufgefüllt. Reine Holzkohle von Petromax. Den Grillrost kann man jetzt so sagen, obendrauf. Ja. Zwei Anzündgrilli-Dinger da. Die hier anzünden, durchglühen lassen und wenn das Steak dann soweit ist, dass wir es rausholen können, kommt es dann hier drauf. Ja, nur noch den Grillrost etwas einölen und dann feuern wir das Teil an. So wie gesagt, noch 12 Minuten
Und bis dahin wird ja der hier hoffentlich ordentlich durchgeglüht sein. Jo, der Sous-Vide-Stick hat soeben aufgehört. Nach 12 Minuten. Moment. Sieht das Ganze so aus. Und ich denke, wir können jetzt gleich auflegen dann. Machen wir schnell noch den Handtest. Ja, einen kleinen Augenblick noch. Aber wir müssen ja eh noch auspacken. Noch ist es ein unansehnlicher grauer Batzen. Aber das wird sich dann gleich ändern. Ja, wie gesagt, noch unansehnlich grau. Dann verpassen wir den Teil einmal. Da drüben ein paar Röstaromen. Ja, fast ein bisschen groß. Aber das wird schon hinhauen. Muss ein bisschen zumachen. Oh, das gibt, glaube ich, ein schönes Branding. Hey, nicht davon rutschen. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, das war zu viel des Guten an der Kohle. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Dass uns das Ding nicht zu sehr verkokelt. Das sind bestimmt mehr als 800 Grad. Aus dem Hochofen hier. Steak grillen mal anders. Scheiße, ich hochkant nehmen noch. Für die Fettschicht. Iha. Andere Seite. Einfach, dass wir wirklich überall Röster rum dran haben. Hier hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Thank you.
Die Seite mit dem Fett sollten wir auch noch ein bisschen. Ja. Ja, mein Schatz, ist gleich soweit fertig. Schau die neue EU-Pommes. Oh, halt, gib mir auch Pommes. Hättest du fast ohne mich Pommes gegessen. Hm. Wieso EU-Pommes? Mhm. Ohne Röstaromen. Ohne Röstaromen? Das ist das nächste, was uns die EU verboten hat. Aber wir vom Vater raus. Pommes soweit fertig? Ja, bitte auf Röstaromen. Und die Ausbringung, der das Fleisch abgeschnitten hat, ist alles gut. Das Fleisch darfst du aufschneiden. Ja, wie du hast du jetzt von unserer Behälter gemacht hast. Das ist der Tiefe. So Leute, und dann können wir das noch ruhen lassen oder nicht, je nachdem wie jeder will. Also ich würde sagen, das ist ein durchweg gültiger Versuch, wenn es innen auch dementsprechend gut aussieht. Bitte schön, mein Schatz. Ich schneide schon. Halt, ich komm mit der Cam. Oh, jetzt bin ich ja echt gespannt. Möchtest du so? Das kannst du aufschneiden gleich, wie du möchtest. Ui. Wow. Also, durchweg ein absolut gültiger Versuch. Schatz schneidet auf und ich hol noch ein bisschen Steakpfeffer. Ui, das hast du aber schön aufgeschnitten. Hier habe ich dir noch Salz und Pfeffer. Jo, könnten große Flocken rauskommen. Bärerchen. Hab ich schon. Total lecker. So, dann wollen wir mal. Sehr lecker, wirklich. Nachher. So Freunde, Pommes, Fleisch, ein bisschen Romans bester Ketchup, der knoblauchige und ein bisschen Mayo und so lasse ich mir das jetzt schmecken. Oh, mein Schatz, schmeckt es schon, wie ich das sehe. Yam yam. Sagt nichts, ist beim Essen. Ja, Freunde, dann kommen wir jetzt noch zum Fazit. Ein einfaches und gelungenes Essen war das jetzt. So mit Vorgarn und dann dem Fleisch noch richtig schön Röstaromen verpassen. Ich habe es jetzt auf dem Handy piepst schon wieder auf dem Raketenofen gemacht. Genauso gut hätte man das jetzt eben Steakburner machen können, wenn jemand hat einen Original Beefer oder wie sie auch alle heißen. Man hätte es aber genauso gut auch mit einem ordentlichen, anständigen Glutnest auf der Weberkugel machen können. Oder. Mir ist es jetzt. Was machst du da hinter mir? Neben mir, vor mir. Mädels wieder. Ich hatte einfach Lust, das mit dem Raketenofen zu machen. Deswegen hatte ich den heute wieder im Einsatz. Ja. Wer Lust hat, kann es gerne nachmachen. Ist keine große Kunst dabei. Ja, und ansonsten sage ich jetzt ganz einfach,
ciao, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und nicht vergessen, unten das Glöckchen aktivieren und vielleicht noch ein Däumchen geben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo.